In dieser Folge wollen wir uns einen Panzer bauen, und zwar den Tiger 1. Mit einer Panzerung von 25 bis 110 mm hält er doch schon ein paar Schüsse aus. Von der Besatzung sollten 5 Leute reingehen, in Minecraft leider nur einer, aber ich sag mal, das ist nicht so wild. Wir haben ein Gewicht von 57 Tonnen. Angetrieben wird dieser Panzer von einem 12-Zylinder Ottomotor, der etwa 650 bis 700 PS schafft. Und wie wir uns so einen schönen Panzer bauen, zeige ich dir. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen grauen Beton raus. Andi sieht Stufen, Andi sieht Treppen, ein paar steinzige Stufen, davon auch nochmal die Treppen. Einen ganz normalen Steinblock, davon Treppe und Stufe begleiten uns und glatte Steinstufen. Bei unserem Panzer geht es erstmal los mit den Ketten. Wir platzieren dafür einfach mal 4 einzelne Betonblöcke, immer erstmal mit einem Abstand von einem Block. Beim Vorderseite setzen wir dann nochmal einen weiteren Schräg hin. Dieses Spiel wiederholen wir noch einmal, lassen dazu aber 3 Blöcke einfach mal Platz. Wenn wir das dann soweit geschafft haben, nehmen wir unsere Anisit-Stufen, können auf der Vorderseite unten und oben am Block einmal eine Stufe platzieren. Bei den hinteren setzen wir immer eine Stufe einmal dazwischen. Auf der Rückseite platzieren wir dennoch mal eine Anisit-Treppe einmal davon. Auf der könnt ihr auch gleich eine Steinziegel-Treppe platzieren. Da voran setzt ihr dann eine weitere Stufenreihe, könnt ihr aber nicht komplett hinsetzen, da uns die auffällt, aber darauf setzt ihr dann auch noch eine weitere Reihe. Auf der anderen Seite wiederholen wir natürlich noch einmal das Spiel. Da fällt mir gerade auf, wir könnten eigentlich die letzte Stufenreihe Platz lassen und da eigentlich eine Treppenreihe uns einmal lang setzen. Auf der Vorderseite setzt ihr auch nochmal eine weitere Stufenreihe einmal lang und könnt das nochmal hier an den Seiten noch einmal ein bisschen enger bauen. Ganz vorne in der Mitte lasst ihr einmal frei. Wir bleiben immer noch bei unseren Stufen und wollen jetzt unten den Boden einmal hinsetzen. Das machen wir hier beim zweiten Kettenrad auf der Vorderseite und ziehen den Boden einmal bis nach hinten zum letzten Kettenrad. Die Treppen lassen wir dabei aber überstehen. Sobald ihr eure Stufen denn hier einmal lang gezogen habt, könnt ihr jetzt eure Steinblöcke nehmen. Die könnt ihr jetzt einmal auf unserem Boden hier komplett einmal platzieren, natürlich auch einmal zur Rückseite. Wir wollen unseren Panzer natürlich auch noch ausbauen, da und daher lassen wir die Mitte einmal ein bisschen frei. Die müsst ihr nicht unbedingt zumachen. Auf der Rückseite wollen wir unsere Steinblöcke noch einmal überstehen lassen und erhöhen das nochmal auf eine zweite Reihe und setzen auch da welche auf unseren Treppen rauf. Weiter geht es natürlich jetzt mit unserem Turm. Dabei nehmen wir jetzt am besten anfangs erstmal unsere Steinziegeltreppen zur Hand. Und dann empfehle ich euch jetzt hier hinten einfach mal 2 Treppen hier so zu platzieren und oben setzen wir natürlich 3 hin, die sich einfach anecken. Davor setzt ihr einfach 2 weitere Steinblöcke hin. Und hier vorne machen wir jetzt einfach mal Steinziegeltreppen uns einmal hin, weil das ja gut passt hier zum oberen Teil. Und die setzen wir einfach ganz normal ran, dass die alle mit dem Rücken an Rücken, hier jetzt sag ich mal jetzt die Mitte zeigen. Danach nehmen wir wieder unsere Steinblöcke, platzieren jetzt hier drauf 3 Stück. Halt einer, der auf unserer Treppe vorne übersteht und könnt den vorne einmal zumachen. Auf der Rückseite setzen wir nur in der Mitte der Treppe einen Steinblock hin und an den Seiten einfach umgedrehte Steintreppen. Wenn wir das haben, könnt ihr hier oben in der Mitte, sag ich mal einmal den hier, als Treppe umgedreht einmal platzieren und innen drin haben wir dann noch so einen Platz von 3 Blöcke, Höhe 2 Blöcke. Und dann können wir das später hier noch super ausbauen. Ganz oben machen wir noch eine Kommandoluke hin, da nehmen wir einfach eine steinzige Stufe dafür. Bei unserem Turm setzen wir natürlich noch unser Kanonenrohr einmal ran, da setzen wir jetzt einfach Steinstufen von der Länge von 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stufen, die sollten da locker reichen. Dann haben wir noch unsere glatte Steinstufe, die wollte ich mir gerne auf der Vorderseite einmal hier platzieren und nochmal an den Seiten, und zwar beim Turm, immer hier beim ersten von diesen 2 Blöcken setzen wir eine hin, auf der anderen Seite machen wir sie auch natürlich nochmal hin. Um den Panzer jetzt natürlich zu verbessern, holen wir uns auch polierte Anisit-Stufen raus. Dafür nochmal die Treppen. Dann holen wir uns Schmelzöfen raus, Bruchsteinmauer, Skelettschädel. Dann holen wir uns noch Schwarzeichenzaunter raus. Hellgraue Glasscheiben sind dabei. Dann noch eine steinzige Mauer und Eisenfalltüren. Verbauen wir erstmal unsere Anisit-Sachen. Eine wollte ich vorne an unseren Kanonenrohr anbringen. Und die Treppen möchte ich gerne für den Motor hinten verwenden. Die setze ich mir einfach umgedreht auf der Rückseite hin. Schmelzöfen einmal rauf, dann kommen wir schon zu unseren Bruchsteinmauern, die können wir gleich hier an den Seiten einmal platzieren. Die Mauern können wir dann nochmal vorne bei unserem Turm einmal an den Seiten hier platzieren. Und dann auch noch einmal ganz vorne bei unserem Panzer setzen wir auch nochmal weitere hin. Wir haben einen Skelettschädel, den wollte ich mir einmal zwischen unserem Motor hinten einmal platzieren. Kommen wir dann zu unserem Zauntor, das wollte ich mir gerne auf der Vorderseite von unserem Turm hier an den Seiten einmal platzieren. Dahinter eine Glasscheibe einmal ran und dann einfach eine Steinziegelmauer. So, andere Seite auch, also Zaun da vorne hin, dann Glasscheibe und Mauer. Nun bleibt natürlich noch unsere Eisenfalte übrig, die platzieren wir einmal auf den Turm auf der Rückseite und nochmal einmal vor unserer Kommandoluke, wie einmal unter unserem Kanonenrohr, dann auch nochmal ganz vorne auf unserer Unterseite setzen wir unter unseren Mauern welche hin und bei unserer glatten Steinstufe setzen wir auch noch eine weitere hin. Auf der Rückseite wollen wir die auch nochmal verwenden und zwar setzen wir die einfach mal auf unseren Motor einmal hin. Und nochmal ganz unten hier bei den Steinstufen setzen wir auch nochmal ein paar Eisenfalltüren rauf. Jetzt kommt noch ein bisschen Deko. Nehmen wir erstmal eine Eichenfalltür, die wollte ich mir nehmen, um meine Luke hier oben einmal zuzumachen.
Farbe nehmen wir mal ein bisschen hellgrauen Teppich raus. Den platzieren wir mal auf der Vorderseite hier einmal komplett. Dann natürlich noch einmal auf unseren Turm. Alles, was frei ist, könnt ihr mit Teppich versehen. Und auf der Rückseite vor unserem Motor setzen wir auch nochmal eine Teppichreihe einmal rauf. Ihr könnt euch Steinknöpfe rausnehmen. Die platzieren wir einmal hinten auf unserem Motor beim Auspuff. Und bei unseren Ketten platzieren wir auch jeweils hier noch an unseren grauen Beton noch einen weiteren Knopf. Auf der anderen Seite dürfen wir es natürlich nicht vergessen und machen das hier auch einmal rauf. Nehmen wir uns mal eine Truhe raus. Die können wir uns an der Seite einmal platzieren. Und um uns Geschosse vom Leib zu halten, können wir noch gerne einen Baumstamm einfach mal an unseren Panzer noch platzieren. So eine Länge von 5 Blöcke reicht da völlig aus. Nehmt dann am besten für den oberen Teil Schienen, weil die Schienen natürlich zur Seite gucken. Ja, erweitern wir das Ganze hier so, dass sie schön zur Seite einmal schauen. Und setzen dann hier nochmal ein paar Leitern an. Die Leitern können wir aber auch noch benutzen, um in den Panzer reinzuklettern. 2 Leitern sollten hier völlig ausreichen. Um sich den Panzer einzurichten, brauchen wir dann aber auch nicht allzu viele Sachen. Wir benutzen ein paar Räucherofen, die wir ganz vorne einmal platzieren. Ein Schleifstein als unser Lenkrad. So. Und dann wollen wir natürlich nicht auf dem Stein sitzen und wollen uns einen, sag ich mal, schönen Sitz reinbauen. Dafür nehme ich mir einen Fichtenholzblock, platziere den einmal hinten einmal rein und eine Tropenholzstufe, also würde ich sagen hier so als Sitzplattform, zack, und dann können wir hier fahren und rausgucken. Unser Tiger 1 kann jetzt seine Runden drehen hier in Minecraft. Ich bin schon eingestiegen, stecke schon die Schlüssel um und fahre gleich los. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, findest du noch weiter solche tollen Videos oben bei uns in der Infobox. Vergiss natürlich den Kanal nicht zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein! Und ciao.